60, Vers 12. In Jesaja 60, Vers 12. And these words are addressed to Zion. Und diese Worte werden an Zion gesprochen. Which is one of the biblical names for Jerusalem and the Jewish people. Einer der biblischen Namen für Jerusalem und das jüdische Volk. This is a very solemn statement. Und das ist eine sehr feierliche Aussage. All the nations of Europe need to take heed to. Die alle Nationen Europas beachten müssen. It says, for the nation and kingdom which will not serve you shall perish, and those nations shall be utterly ruined. Yes, verse 12, right? Mm-hmm. Denn welche Völker oder Königreiche dir nicht dienen wollen, die sollen umkommen und die Völker verwüstet werden. To whom are those words addressed? An wen sind diese Worte gerichtet? To the Jewish people. An das jüdische Volk. And God says, any nation that will not serve my purposes for you will perish. Und Gott sagt, jede Nation, die meinen Absichten für dich nicht dient, wird verwüstet. To the natural mind, that seems incredible. Und für das natürliche Denken erscheint sowas unmöglich. But I have a special reason to believe it. Aber ich habe einen besonderen Grund, warum ich das glaube. Because by birth I am British. Denn ich bin von Geburt aus britisch. And I was living in that land from 1944.